Ja, hallöchen, ihr Höhlenforscher. Willkommen in den Dungeons von Shadowlands. Also, direkt mal weiter hier. Da oben ist schon ein Apfel. Das ist gut. Den schnapp ich mir gleich mal. Lohndreh, ich glaube, der hat noch viel Platz. So, und wieder den Knüppel in die Hand. Ach, wo war er denn? Na? Ja, ich glaube, ich muss hier ein bisschen aufräumen. Aber jetzt nicht. Nein. Okay. Dann mal weiter. Snorrikor, der hat auch keine Waffe in der Hand. Das ist nicht gut. So. Okay. Und weiter. Ah, noch eine Münze. Sehr gut. So, und weiter. Oh, das Licht wird langsam schwach. Das ist nicht gut. Aber im Dunkeln kann man doch ein bisschen was erkennen. Oh, was ist da? Oh, ein Feind! Eieiei, okay. Snorrikor, Attacke. Du bist der Kämpfer, also... Na... Auf ihn! Und Askarot mit seinem Bogen auch. Nein. Geh mal zur Seite. Und jetzt mit deinem Bogen. Ja. Jawohl. Erledigt. Hat er irgendwas dabei gehabt? Schauen wir mal. Da liegt auf jeden Fall ein Schlüssel. Nee, der hatte nur so einen ollen... So einen ollen Knüppel dabei, den kann er behalten. Aber den Schlüssel. Okay. Ha. Ja, ein Schlüsselchen. Na gut. Dann schaue ich erstmal weiter. Ach, okay. Die Fackel ist Schrott. Die kann ich wegschmeißen. Weg damit. Hole ich mir gleich eine neue. Erstmal schauen, was da noch so ist. Hier ist auf jeden Fall ein Schlüsselloch und eine verschlossene Tür. Tja, da muss ich nicht lange raten, wofür der Schlüssel gut ist. Okay, gehe ich mal weiter. Oh, hier ist ganz schön dunkel. Da oben ist wieder Licht. Und da unten ist noch ein Feind. Ein Skelettkrieger. Also schön langsam vor. Ja. Okay, dann schnappe ich mir erstmal hier oben die Fackel. Oh, was ist denn hier noch? Das ist auch irgendwas. Ah, Münzen. Sehr gut. Ja, die sacke ich mir auch ein. Und noch eine. Ja, was ist das? Oh, eine neue Waffe, so wie es aussieht. Ja, ein Dolch. Ja, der Dolch ist aber mehr was für Snorrikor, würde ich sagen. Das ist mein bester Kämpfer. Alles klar, dann stellt euch mal zusammen. Und ich verändere mal die Formation. So. Und nochmal zusammenstellen. Ja, dann kann ich nämlich Gegenstände untereinander austauschen. Das mache ich auch jetzt mal glatt. Snorrikor, der hat da seinen Knüppel. Und Lohndri hat das Messerchen. So, viel besser. Gut, dann würde ich sagen, mal weiter hier. Ja. Lohndri braucht aber auch irgendwas, sein Knüppel wieder. So. Okay. Attacke. Naja, aber bevor ich da in diese Tür reingehe, wo bestimmt Übles auf mich wartet, gucke ich lieber nochmal, was hier in den anderen Gängen war. Ich habe ja noch gar nicht alles abgesucht. Nicht, dass ich irgendwas Wichtiges übersehe. Wie Waffen oder Nahrung. Sonst wird das, glaube ich, hier ziemlich schnell, ziemlich böse enden. Okay, hier bin ich hergekommen. Ja, die Fackeln, die lasse ich erstmal hier.
Ich muss ja gleich eh nochmal hier lang. Dann kann ich sie gleich wieder mitnehmen. Hier war der Durchgang. So, genau. Dann war ja hier unten noch irgendwas. Da war auch irgendein Gegner. Genau, da ist er. Was ist denn das für einer? Auch ein Skelettkrieger. Okay, dann würde ich sagen, muss ich ein bisschen näher ran. Na komm schon. Nee, ich muss noch ein bisschen näher ran an den Vogel. Na komm schon. Ja. Und Attacke. Askarot auch, halt drauf mit deinem Bogen. Ja, das war's. Gut, hat er irgendwas fallen lassen? Irgendwas Nützliches? Oh ja, eine Fiole. Ja, die kann ich, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Und was ist da noch? Ein sieht aus wie ein Laib Brot. Ja, tatsächlich, ein Brot. Sehr gut. Und zwei leere Fiolen. Tja, meine Männer scheinen auch demnächst mal Durst zu kriegen. Okay, dann wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn ich die Fiolen mal ein bisschen aufteile, was? Jo, dann mache ich das mal. Stellt euch mal zusammen. So. Und dann gebe ich mal eine Fiole an Malok. So. Die eine, die behalte ich. Und ja, Askarot hat nichts. Und ja, Londri hat auch eine. Gut. Dann würde ich sagen, Snorrikor, mach deine mal voll, weil das hier sieht mir verdächtig nach einem Brunnen aus. Ha. Ja. Genau. Genau das ist es auch. Ein Brunnen. Wundervoll. Malok kann seine Fiole auch hier füllen. Ja. Okay. Ja, dann stellt euer Zeug mal mal wieder weg. So. So. Malok nimmt mal seine Laterne wieder in die Hand hier. Und Snorrikor sein Messer. Askarot hat seinen Bogen in der Hand und du kriegst deinen Knüppel wieder in die Hand. Gut, und dann könnt ihr euch alle mal ein Schlückchen aus der Quelle nehmen, würde ich sagen. Ja. Snorrikor auch. Askarot. Ja, und Londri auch. Gut. So, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Nahrung nicht auch ein bisschen besser aufgeteilt kriege. Das ist hier nämlich ein heilloses Durcheinander. Gut, also erstmal alles aus der Hand legen hier. Damit sich alles schön verteilen kann. So, gut. Also, Londri hat drei Äpfel, das ist gut. Askarot hat gar nichts, das ist schlecht. So, zack. Und noch ein Apfel. Und ja, das Brot, das gebe ich mal lieber dem Malok. Ja. So. Prima. Jo, jetzt nimm mal wieder dein Messerchen zur Hand. Malok wieder sein. Ja. Nee, der hat ja seine Laterne hier. Aber die brennt. Nimm mal in die Hand. Besser ist das. Und Askarot nimmt seinen Bogen zurück und Londri seinen Knüppel. Gut, also durstig sind die alle jetzt nicht mehr, aber der Hunger, der wird wohl demnächst wiederkommen. Naja, gut, aber da habe ich ja genug Futter dabei. Erstmal weiter hier. Nein, halt, 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 nicht vergessen. Die Fackel, die nehme ich auch mit. So.
Okay, warum hat Snorrikor sein Messer nicht in der Hand? Ha, wo ist es denn? Nein, habe ich das abgelegt? Das glaube ich ja nicht. Da liegt es ja am Boden. Meine Güte. Gut. Also, ja, die Steuerung, die ist schon ganz schön tricky. Aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Gut, also weiter. Hier bin ich hergekommen. Ja. Gut, die Laterne da, die nehme ich auch mit. Mache ich meine mal aus und nehme die mit. Gut. Und weiter. Ja. Hier dasselbe Spielchen. Aus damit. Und die mitnehmen. Gut. Und weiter. Hier bin ich hergekommen und dann ging es hier nach rechts noch weiter. Nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Und ist hier noch irgendwas? Oh ja, perfekt. Ein Brot. Sehr gut. Okay. So. Und dann kann ich jetzt zu dieser ominösen Tür. Jetzt habe ich hier alles abgesammelt. Also wieder runter. Ja, also die Atmosphäre hier durch das Licht, das ist schon richtig cool. Ist wirklich schön gemacht. Ah, nur die Steuerung, da muss man sich ganz schön dran gewöhnen. Ja, aber dafür gibt es ja das Handbuch. Ja, da muss man ein bisschen sich ausprobieren. Alles klar. So, jetzt geht's weiter hier. Da warten auf jeden Fall noch mehr Gegner auf mich. Das kann man schon mal sagen. Na, Malok. Da ist noch eine Fackel. Die kann ich mir noch krallen. Na. Komm schon. Alles klar. Und weiter geht's. Ja. Wer hatte denn noch mal den Schlüssel? Wer hat sich denn den Schlüssel gekrallt? Schauen wir mal. Lohndreh. Gut. Also, dann schließ mal die Tür hier auf. Ja. Und dann kann sich Malok nochmal hier die Fackel krallen. Und weiter geht's. Aha. Was haben wir denn hier? Aha, irgendwas hat sich da bewegt. Geh nochmal zurück. Aha, eine Tür. Gut. Okay. Ist da irgendwo ein Hebel? Nein, aber eine Inschrift. Dann schauen wir mal. One silver for good advice? Okay. Komm mit dem Licht mal näher hier ran. Okay, da ist eine Münzöffnung. Ja, ich hab doch hier noch ein bisschen Silber dabei, oder? Ja. Probiere ich das mal aus. Bitteschön. Ach, und noch eine Inschrift. A light here to reach your next stop. Ein Licht? Aha. Ah, verstehe. Okay, das ist ein Lichträtsel.
Hier, dieses Symbol hier scheint Licht zu brauchen. Dann geht hier vorne die Tür auf. Ja, ganz schön clever. Okay, dann nehme ich noch die Münze hier mit. Und dann muss ich Malok hier wohl stehen lassen. Na gut, dann mache ich das mal. Snorrikor. Askarot, komm hier hin. Ja, und Londri, komm auch mal mit. Gut. So, ihr drei. Dann mal los hier. Durch die Tür. Aha. Da ist doch wieder so ein Rätsel. Da kommt ihr drei. Gut, also hier ist auf jeden Fall schon mal eine Fackel. Die greife ich mir mal mit Snorrikor. Aha, okay. Da ist irgendwas aufgegangen. Schnell die Waffe in die Hand. Gut, was steht denn da? White and see. Was? Ich soll mich wiegen und sehen? Verstehe, das ist hier eine Plattform. Na gut, dann nehme ich lieber Londri. Londri kann sich hier draufstellen. Irgendwas hat die geöffnet. Oh, das klingt nach einem Monster. Ja, okay, Askarot und Londri, ihr beiden, kommt mal mit. Ja, da ist einer, da ist irgendein Skelett, Skelettkrieger. Na komm schon, du Viech, du. Ja, komm. Ja, komm raus da, ich mach dich platt, du Lump. Komm her. Und Askarot kann seinen Bogen mal hier spitz machen. Attacke. Na komm. Na komm rein hier. Ach, und erledigt. Sehr gut. Ach, und hier ist die Fackel ausgegangen. Jetzt ist die Tür dazu. Naja, okay, ich muss ihn ja wohl eh zurückhalten. Na gut, dann mal weiter hier im Text. Was liegt denn hier am Boden? Oh, ein Schild. Sehr gut. Ja, in die andere Hand am besten. Perfekt. Ja, oh, meine Jungs haben Hunger. Das ist, ja, okay. Erstmal hier rein. Was gibt's denn hier? Der muss doch irgendwas bewacht haben. Oha, ja, eine Schatzkiste. Sehr gut. Askarot, komm mal hinterher. Was haben wir denn da? Feines. Guck dir das mal an hier. Schauen wir mal. Okay. Ah, noch eine Fiole. Sehr gut. Ja, die kann ich gut gebrauchen. Und noch ein Messer. Fein. Für Londri. Prima. Dann nimm mal wieder deinen Bogen zur Hand. Und die Kiste. Ja, weiß ich nicht. Kiste kann ich ja ins Inventar tun, ne? Oder? Ja. Gut. Dann, ihr beiden, mal raus hier. Ja. Ja, und wir können jetzt zusammen weiter. Aber du schnappst dir nochmal den Apfel hier. Ja, alles klar. Ja, den kannst du gleich mal verspeisen. So,
Mahlzeit. Und Askaroth kriegt auch einen Apfel. Snorrikor auch. Was ist mit Malok? Ja, der hat sein Brot dabei. Mahlzeit. Gut. Dann ihr drei. Mal weiter hier. Um Malok muss ich mich später irgendwie kümmern. Die muss ich da ja auch irgendwie weiterkriegen. Was haben wir hier? Oh ja, eine Quelle. Sehr gut. Da kann ich hier die Fiole voll machen. Von Askaroth. Wunderbar. Dann mach mal voll. Ja. Ah, ist sie voll? Ja. Gut. Dann nimm mal den Bogen wieder zur Hand. Und stellt euch mal zusammen. Weil dann kann ich nämlich, dann kann der Askaroth nämlich den Dolch an Londri geben. Dann ist er auch besser ausgestattet. Ja, sehr schön. Und weiter im Text. Ja, was geht hier ab? Eine Fackel. Ja, Und noch ein Gegner. Ach, und noch so ein Rätsel. Okay, dann erstmal ihn hier platt machen. Ah, zacke. Londri auch. Auf ihn. Na, boah, der hält ja ganz schön was aus. Na, aber nicht genug. Gut, dann würde ich mal sagen, einen muss ich hier wohl wieder zurücklassen. Tja, wen lasse ich denn zurück? Na komm, ich lasse Askaroth zurück. Stell dich mal hier drauf. Ja, da geht die Tür auf, natürlich. Gut, dann weiter. Und die Fackel nimm mal mit. Wer weiß, wofür die noch gut ist. Gut. Die Fackel mache ich aus. Ja, dann habe ich ja noch die andere. Die brennt ja noch. Prima. Und weiter. Und Londri, komm mal hinterher. So, wir beiden sind jetzt noch übrig. Da oben ist noch eine Münze. Die schnappe ich mir auch mal fix. Ja, und zurück zum Messer. Na, wo habe ich es denn? Da. Alles klar. So, jetzt zwei. Weiter geht's. Da ist noch eine Wasserquelle. Sehr gut. Ja, mit Wasser bin ich ja hier gut ausgestattet. Da ist noch ein Feind. Ist er hier in diesem Raum? Ja, sieht so aus. Gut. Dann komm mal her, du. Attacke. Und Londri auch. Auf ihn. Komm schon. Hier, ihr müsst beide drauf. Was hält dich denn zurück? Auf ihn. Und du auch. Los, zu zweit. Oh, der ist ganz schön stark. Oh weia. Na komm. Das muss doch zu schaffen sein. Hm?
Ach, jawohl, das war ganz schön knapp. Oh Mann, na, was hat er denn da fallen lassen? Aha, was ist das? Ah, ein Stärketrank. Oh, klingt gut. Okay, aber meine Energie ist fast runter. Ich glaube, ich mache mal eine Runde die Augen zu, zum Regenerieren. Gut. Dann, ja, mit Lohndri weiter. Tja. Im Dunkeln. Habe ich vielleicht auch noch eine Fackel dabei? Ja, habe ich. Sehr gut. Dann mach die mal an. Ja. Und dann das Messer wieder in die Hand. Ja. Weiter. Ha, da ist Brot. Fantastisch. Ja. Und das Messer wieder. Nein. Na, wo ist es denn? Da ist es. Zurück. Gut. Okay. Und wieder eine Tür. Mit Hebel diesmal. Gut. Tja, so wie es aussieht, lauert da oben ein Gegner. Na, da gehe ich garantiert nicht alleine rein. Nein. Erstmal die Äpfel hier. Einsammeln. Eins und zwei. Gut. Dann mal zurück. Ja, Lohndri kann sich auch mal ein bisschen ausruhen. Der sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus. Dann mach du auch mal die Augen zu. Und Snorrikor? Ja, Snorrikor, wach mal wieder auf hier. So. Ja, jetzt hat er ganz schön Durst und Hunger. Na gut, also Wasser und ein Apfel. Gut. Und Lohndri, der ist auch wieder fast ganz auf dem Damm. Das ist gut. Na, ein bisschen noch. Sehr gut. Alles klar, dann mach du auch mal die Augen wieder auf. Der hat jetzt auch Durst. Und Hunger, aber noch nicht so schlimm. Gut, also Snorrikor, hinterher. Komm schon. Der sieht ganz schön stark aus. Ich glaube, da ist dieser Stärketrank angesagt, den ich gefunden habe. So, ja, dann versuche ich das Ganze mal. Also erstmal hier den Hebel ziehen. Okay, dann Lohndri, den Hebel ziehen. Und auf geht's. Alles klar. Dann erstmal die Waffe zur Hand. So. Und Snorrikor, ja, den werde ich mal mit dem Stärketrank hier beglücken. Alles klar. So, dann mal los. Ihr beiden, Attacke. Was lauert denn da? Na, da ist er, der Feind. Attacke. Oh, der ist ganz schön stark und schnell. Jawohl, geschafft. Sehr gut. Okay. Das ist wieder so eine scheiße Ratte. Da brauche ich alle vier Figuren. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Gut, dann gehe ich nochmal raus hier. Ich muss auf jeden Fall nochmal zur Wasserquelle. Das hier alles voll machen. Wie sieht es denn jetzt aus beim Malok? Ist die Tür jetzt auf?
Nein, natürlich nicht. Wie kriege ich denn die Tür hier jetzt auf? Ja, die Fackel ist. Irgendwas greift Snorrikor an. Was soll denn der Kack jetzt? Die ist auch alt. Weg damit. Na komm, weg hier. Das sind bestimmt die Ratten, die an mir rumknabbern. So ein Blödsinn. So, da ist die Wasserquelle. Gut. Und Askarot ist ja hier oben. Kannst du da jetzt weggehen und die Tür bleibt offen? Nein, natürlich nicht. So ein Mist. Nein, ich muss mit Snorrikor, mit den beiden muss ich das irgendwie lösen, da unten, dieses Rätsel. Tja, dann schauen wir noch mal. Da sind ja auch wieder so ein Mechanismus mit diesen Platten, wo man drauf treten kann. Na, komm schon. Probieren wir es mal aus. Also, du gehst mal hier drauf. Und du gehst hier drauf. Und nun? Nein, Malok ist immer noch nicht frei. Ja. Und Askarot, kannst du jetzt da weggehen? Nein. Das vielleicht das Falsche? Lohndreh? Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Wenn ich noch mal hier eine Fackel anmache? Okay, kann ich die denn brennend hier hinschlägen? Ja. Ach, natürlich. Ach, mein Gott. Ja, klar. Gut. So geht das. Prima. Dann habe ich schon mal einen dritten. Aber wie bekomme ich den vierten frei? Erstmal hier nochmal einen Schluck nehmen. Okay, und weiter. So. Dann schnappe ich mir mal hier die Fackel. Und weiter. Ja, hier ist Lohndreh. Aber der muss wieder stehen bleiben müssen. Ja. Jetzt bleibt die Tür hier ja nicht auf. Oder? Nee, Askarot meine ich. Ja, natürlich. Ach, so ein Ärger. Na gut, dann erstmal mit Malok weiter. Ja. Also diese Ratten, die sind ja echt lästig, diese Biester.
Na, komm schon, rein hier. So, dann mal hier auf diesen. Ja, was ist jetzt mit Askaroth? Kannst du jetzt hier runter? Nein. Tja, der hat aber auch keine Laterne und nichts dabei. Was ist denn das für ein Rätsel? Na. Und wenn du jetzt hier drauf gehst? Nein, immer noch zu. Das kann doch nicht wahr sein. Und wenn ich da irgendwas drauflege, da irgendwas dabei, den Apfel vielleicht? Naja, der ist zwar sehr kostbar, aber... Nein, halt! Ich habe doch diese olle Truhe dabei. Mensch, kann ich die Truhe da draufstellen? Natürlich. Mensch, das probiere ich aus. Jawohl! Sei doch gelacht. Ja, super. Gut. Jetzt bloß raus hier. Los, schnell. Du nimmst dir mal einen Schluck Wasser hier. Ach nee, da bin ich nicht nah genug ran. Nochmal. Los, komm, Prösterchen. Ja. Dann raus aus diesem Loch. So, jetzt kann ich auf die letzte Platte steigen. Dann müsste sich doch diese olle Tür hier öffnen, oder? Ja, ich hoffe. Jawohl, sehr gut. Also, kann es dann demnächst weitergehen hier.